So, jetzt sitzen wir hier gerade frisch, einen Tag nach der Transplantation und jetzt fragen wir Alex gleich mal, ob das wirklich eine gute Idee war, die dritte Transplantation. Also Alex, das allererste Mal, wie geht's dir? Ja, überraschend gut, ja? Dass wir jetzt knapp 18 Stunden später hier so sitzen können und entspannt darüber reden können. Also ich fühle mich ganz gut. Ja? Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Definitiv. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Aber starten wir doch jetzt mal zu Anfang. Wie ist dir das Ganze ergangen? Wir sind hier in Istanbul angekommen, sind aus Düsseldorf losgeflogen vom Airport gemeinsam, sind dann hier angekommen. Wie war es für dich mit der Ankunft, von dem Prozedere zur Klinik gebracht? Erzähl mal aus deiner Sicht. Du hast ja immer gesagt, mach dir keine Sorgen, das wird laufen. Und im Endeffekt muss ich das wirklich bestätigen. Ja? Flog hin, gelandet in Istanbul, auch Ausgang raus, so wie du das gesagt hast, da stehen Leute von der Elite her, holen die sofort ab, hier, Roman, bitte mitkommen, ohne Probleme. Du gehst mit dem Bulli, setz dich wirklich in den Bulli und die bringen dich wirklich bis zur Klinik, ohne Probleme. Ja, war ganz entspannt. Wir haben am ersten Tag haben wir da dann die Links gemacht, die Blutuntersuchung noch direkt, wurden direkt zur Klinik gebracht und den zweiten Tag hatten wir dann einen freien Tag, ja, da konnte ich dir ein bisschen Istanbul zeigen. Wie war dein Eindruck, Istanbul, du warst ja noch nie hier? Ja, wir haben es erstmal macht man sich so ein bisschen Gedanken, weil die Stadt ja riesig ist, ne? Ja. Aber den Vormittag, den wir da verbracht haben, war ja. Dort wirklich Sehenswürdigkeiten zu sehen. Also man kann sich einiges anschauen. Und was sagst du jetzt, gerade angekommen in Istanbul, bisschen türkisches Feeling ist schon da, oder? Ja, man sieht ja viele Türken, aber insgesamt wirklich entspannt. Also ja. Nicht diese Massen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, ne? Also wirklich entspannt. Gefällt es dir? Ja, top, ne? Aber ich hab schon gemerkt, aber auch an dem Vormittag, ich wollte ja eigentlich so ein bisschen lockeres Feeling. Ja, aber man ist... Aber du warst angespannt. Genau, es ist schon wirklich, man hat eine OP vor sich, ne? Und Sehenswürdigkeiten, klar, es ist wirklich interessant, sind auch nicht schlecht, aber man bereitet sich schon einen Tag vor, bereitet man sich auf die OP, das ist einfach der Punkt. Ja, klar, wie groß war das? Anspannung war da. Ja, das konnte ich merken. So, jetzt haben wir ein bisschen Istanbul gesehen, sind angekommen. So, steigt jetzt gerade bei dir schon ein bisschen die Anspannung oder wie ist es bei dir gerade aktuell? Innerlich geht man so, macht man sich schon Gedanken, wie sieht das jetzt morgen aus, wie läuft das ab? Also, gewisse Anspannung kommt dann auch dazu. Also, ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, nee, ist mir wurscht. Also, gewisse Anspannung ist da. Ne? Ja. Und gestern waren wir in der Klinik schon zum ersten Mal. Wie ist dein erster Eindruck? Ja, positiv überrascht. Also, ich hätte nicht damit gerechnet, ne? Weil ich ja schon die gewisse Vorerfahrung habe, ja. mit den HTs. Ne? Und ja, also positiv überrascht. Perfekt, dann würde ich sagen, erstmal noch eine Kleinigkeit, schauen uns noch ein Teilchen von Istanbul an und dann geht's morgen los. Genau. Wie groß war deine Angst vor der dritten Operation jetzt? Das ist deine dritte Transplantation, weil hattest du schon ein bisschen Respekt jetzt davor? Ja, Angst ist so ein Wort, also Angst verwende ich nicht, also Respekt auf jeden Fall, ja. Aber durch die Geschichte, wie du das mir erklärt hast, wie du das vermittelt hast, ne? Wie funktioniert dieses System hier in der Türkei, in Istanbul mit Elite her und ja, wie wir dann auch gestern beziehungsweise ja gestern aufgenommen wurden von Dr. Bali, wie vorher dieses Aufklärungsgespräch stattgefunden hat, genau. Ne? Wirklich, also da ist wirklich von A bis Z wird alles erklärt, also auch auf Deutsch, ne? Also das ja. Ist und danach das Gespräch mit Dr. Bali, der sich wirklich mal Zeit genommen hat. Ich glaube, wir waren auch, keine Ahnung, 3-4 Stunden waren wir bei ihm, der wirklich alles erklärt, was gemacht werden muss. Und auch während der OP war er 3-4 Mal bei mir, hat nochmal die Leute mal hingewiesen, so da und da würde ich das und so machen. Also wirklich, wirklich top. Und wenn ich bedenke, ich habe ja schon mal eine Haartransplantation in Deutschland gemacht, was sehr teuer war, sehr teuer, ja. Wirklich sehr teuer. Und ich vergleiche das einfach, ich stelle es gegenüber. Ne? Ja. Dann sind das schon Welten. Und ja, diese Sorge will ich einfach denjenigen nehmen, die jetzt sagen, okay, Türkei, nee, das wäre nichts für mich, Preis-Leistung stimmt nicht, darum geht es ja nicht. Ne? Also man muss wirklich jetzt, ich kann jetzt aus eigener Erfahrung berichten, dass das hier auch einige in Deutschland übertrifft. Ne? Ja, vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, Preis, ja, genau. Ja. Also aber auch von der Leistung, also es ist jetzt ja. Nicht nur Preis, also auch von der Leistung. Also die ja. Leistung, die jetzt hier erbracht wurde, ja. Diese Leistung hatte ich auf gar keinen Fall. In Deutschland? Okay, krass. Ja, das ist ja auch wichtig zu wissen, auch jemanden, der jetzt 2 Transplantationen hinter sich hat. Ne? Ich meine, ist auch, du musst auch ein gutes Gefühl bei der Nummer haben. Weißt du, wenn du sagst, hey, du wurdest hier gut aufgenommen, alle konnten hier Deutsch sprechen, der Arzt hat sich für dich Zeit genommen und das ist ja auch eine gewisse Expertise. Ja, ich unterbreche nicht ja. Alle, also du hast hier wirklich Übersetzer und ja, klar. Denkst, meistens ist da auch einer, der so Deutsch auch versteht. Wenn da keiner da ist, sagst du, okay, German Translator, zack, kommt er sofort, 2 Minuten später ist er da und geht auf deine Wünsche dann ein. So muss sein. Du hast jetzt
jetzt die dritte Transformation echt hinter dir. Ich habe in einem Interview vorher, wo wir bei dir zu Hause waren, habe ich gesagt, Alter, der Mann muss echt Eier in der Hose haben, dass er noch die dritte Transmutation macht, ja, nachdem er schon zwei sehr bescheidene Transformationen hatte. War das jetzt wirklich eine gute Idee für dich? Würdest du sagen, ey, ganz ehrlich, das war echt eine gute Idee, dass du es gemacht hast? Oder von deinem jetzigen Gefühl jetzt? Einfach? Also jetzt allein schon die Methode, ja, wie er das gemacht hat. Ja. Wie er dann vorgegangen ist, wirklich dann über die Zeit und wie jetzt einfach der, ja, der Verlauf ist. Ne? Mhm. Also wenn ich wirklich sehe, hier nach 20 Stunden sitze ich jetzt hier, also ich war gestern um 8 Uhr fertig und um 10 Uhr, nicht mal 14 Stunden später sitzt du hier und dir geht's gut. Mir geht's gut, sage ich erstmal sage ich wirklich top Entscheidung und ich hoffe, dass wir dann in den nächsten 2-3 Monaten nochmal so ein Interview führen können und einfach mal sagen kann, okay, dass wir die Ergebnisse sehen können. Und ja, ich glaube schon, also wie die hier gearbeitet haben, gehe ich hier wirklich vom Positiven aus. Ja, naja, auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass du da auf jeden Fall nachher eine schöne Matte auf dem Kopf hast. wie sieht's aus vom Schmerzempfinden her? Jeder ist natürlich anders, haben wir auch vom Anfang genau gesprochen. Das ist ja auch viel der Punkt, ne? Wenn du merkst ja, wenn du mit Freunden so drüber sprichst, sagt ey, boah, Schmerzen etc. Also ich sag nur eins, also für mich, wenn ich jetzt an gestern denke, waren es vielleicht maximal 5 Minuten, die etwas Schmerzen mit sich bringen. Schmerzen bedeutet, wenn du Anästhesie kriegst, ja, also dann habe ich dir glaube ich gestern auch erklärt, das ist wie bei Thrombosespritzen, ja, die du dann so halt in diesen Bereich kriegst. Ja. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen. Ja, ne? Du musst dazu sagen, du bist doch ein harter Hund, ne? Das sage ich jetzt mal nicht zu. Nee, aber weißt du, ich meine, das Schmerzempfinden ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber du sagst, ey, ganz ehrlich, ohne Probleme, ja, gar kein Problem. Also, wenn ich die Möglichkeit hätte, man kann das 10-mal machen, dann würde ich sagen, ich habe da kein Problem, dann mache ich das noch 4-5-mal. Also, okay, alles klar. Problem habe ich nicht. Alles klar. Wie viele Grafts wurden dir jetzt anschließend entnommen, all in all? Genau, also die haben jetzt 4.400 hinten rausgenommen, ja, und 400 Grafts hier vom Bart. Am Bart. Ja. Und während der Transplantation hast du dich auch wohlgefühlt? Also ich meine, das hat ja auch ein bisschen länger gedauert. Kurze Pause zwischendurch, wenn du Pause brauchst, sagst okay, ich möchte kurze Pause haben. Ne? Ja. Also alles entspannt. Wenn jemand Musik hören möchte, kann er gerne Musik hören. Also da sind wir sehr, sehr human und ganz normal. Also wirklich, man sollte sich wirklich nichts denken. Also es ist genauso wie als ob man, was weiß ich, von, habe ich dir gestern auch gesagt, von Berlin nach Magdeburg fährt und macht seine HT Plus, da sind wir geflogen, 2,5 Stunden waren wir hier. Ja, easy, also, alles entspannt. Easy going. Naja, an dieser Stelle nochmal erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Elite Hair Transplant, die das Ganze möglich gemacht haben, dass Alex hier nochmal im dritten Anlauf sein Ergebnis verbessern konnte. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es anschließend aussehen wird. Ich auch. Ich drücke dir alle Daumen für den Heilungsverlauf. Ja, achte jetzt schön auf deine Haare. Wir werden uns bald in, denke ich mal, 2-3 Monaten nochmal sehen und für ein Update und dann schlussendlich natürlich auch mit dem finalen Ergebnis. Alex, danke, dass du mit dabei warst. Gerne, gerne. Und ich sage viel, viel Erfolg mit deinen neuen Haaren, Alter. Danke, danke.